Ich habe inzwischen mein 18. Treffen mit unserem Vizekanzler und Wirtschaftsminister Habeck hinter mir. Und ich kann Ihnen sagen, es ist eine schiere Katastrophe. Ja? Am Anfang war ich großer, war ich voller Begeisterung, er hat super zugehört, hat auch ein paar Dinge richtig gemacht. Aber inzwischen kommen die Fundamentalisten eben immer mehr durch. Ich will Ihnen heute Abend nicht verderben, aber eines ist klar, so schlecht wie jetzt war unser Ansehen in der Welt noch nie. Noch nie. Ich sage Ihnen das, was die guten Investoren mir sagen in Gesprächen. Und ich kann Ihnen sagen, die schütteln nur noch den Kopf. Die sagen mir, wo sind denn eigentlich, lieber Theodor, die deutschen Tugenden geblieben? Wir wissen nicht mehr, wie wir euch in Deutschland lesen sollen. Die Gespräche mit Investoren haben fatalistischen Charakter. Die Investoren sagen, wenn ihr so weitermacht, werden wir euch noch weiter meiden, werden noch weiter rausgehen aus Deutschland. Die Wahrheit ist die, internationale Investoren investieren nur noch in Deutschland, opportunistisch, weil sie sagen, ihr seid so günstig. Wir sind zum Ramschladen geworden. Fundamental, das was Professor Sinn ja auch vorgetragen hat, fundamental sagen die, was ihr macht, ist einfach bekloppt. Ist einfach bekloppt. Ja. Politisch zeigt ihr überhaupt keine Führungsstärke mehr. Inzwischen sagen mir die Leute in Singapur, sag mal, was leistet ihr euch eigentlich da für eine Regierung? Wir sind ökonomisch gesprochen auf dem Weg zum Entwicklungsland. Wir machen uns klein vor Brüssel und vor Berlin, und zwar wir Unternehmer. Ja, und die Amerikaner sagen mir klipp und klar ins Gesicht, hört auf, eine Public Economy zu sein, die wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt und darauf wartet, dass die Schlange zubeißt. Werdet wie wir eine Private Economy. Der Unterschied ist doch inzwischen die, in USA sagen die, ist uns doch egal, welcher alte Mann Präsident wird. Wir als Unternehmer, wir führen das Land, ist uns doch völlig egal. Die Wirtschaftspolitik, die nächsten 10 Jahre werden eine Bonanza in den USA. Ist vollkommen klar, egal welcher Präsident da ist. Wir haben, so klar wie Herr Sinn das vorgetragen hat, kann ich das nur kurz ausführen, wir haben die Automobilindustrie kaputt gemacht. Mir tut es in der Seele weh, wenn ich mit Zipser rede, mit Ola rede und mit anderen. Und wir haben uns doch durch unsere fatale Diskussion über das Geschäftsmodell Deutschland, die gezielt von gewissen Kreisen eingesteuert worden ist, haben wir uns unser Geschäftsmodell kaputt reden lassen, haben die Energie nach oben gezogen, haben damit durch die CO2-Vorgaben die Automobilisten in die falsche Ecke gezwungen, aus der sie nicht mehr rauskommen. Und jetzt heult der Bosch. Jetzt heult mein Freund Stefan Hartung, Chef von Bosch, sagt, ja, wie soll denn das gehen? Und by the way, die nächsten 35 Jahre werden wir noch Verbrenner haben. Was wir machen, ist Wahnsinn. Unsere Migrationspolitik, ich will nicht zu politisch werden, wird allseits als vollkommen falsch empfunden, vollkommen klar. Unsere Ausrichtung am Gutmenschentum wird nirgends geteilt. Migration ökonomisch heißt, du holst, wenn du Facharbeitermangel hast, holst du Leute rein, die arbeiten, die deine Sprache sprechen, ja, und die Sozialprodukt generieren, aber nicht die zu 50% das Bürgergeld abkassieren und das irgendwo hinschicken, meine Damen und Herren. Tatsächlich, die deutschen Unternehmen, ja, machen nur noch einen Bruchteil ihres Umsatzes in Deutschland, das ist ja okay. Sie machen aber noch einen viel kleineren Bruchteil des Gewinns hier. Das Problem ist, der Gewinn wird nicht mehr hier produziert. Und durch den Inflation Reduction Act in den USA sind alle Unternehmer nach USA gegangen. Ja, wir sind an einem Punkt angekommen, meine Damen und Herren, wo wir zur Private Economy werden müssen, wo die Unternehmer wieder sagen, wir machen nicht mehr mit. Ja, der Staat wird es nicht richten, um es ganz deutlich zu sagen, er wird es nicht richten. Die ausländischen Investoren ziehen sich zurück. Ja, wir befinden uns nach allen Rankings, ja, nicht nur inzwischen weit unten, sondern die Tendenz geht weiter Richtung Süden, meine Damen und Herren. Und das muss dringend geändert werden. Und das geht nur, ja, indem wir in solchen Runden wie diesen ganz klar die Dinge aussprechen. Die Zeiten, wo man gesagt hätte, rede doch bitte Deutschland nicht schlecht. It's over, it's over. Ja, würde der Wolfgang Schäuble gesagt haben, it's over.